Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute möchte ich euch meine Top 5 Drachen-Pokémon vorstellen. Jetzt fragen sich einige, warum ausgerechnet dieses Video heute? Ja, ganz einfach, ich möchte damit meine Pokémon-Woche einläuten. Ja, ich habe eine Pokémon-Woche angekündigt. Für die es nicht mitbekommen haben, erkläre ich noch einmal kurz den Sinn dahinter. Die anderen, die es wissen, wissen es halt schon. Denn diese Woche soll ja Ultrasonne und Ultramond rauskommen. Und da habe ich mir gesagt, bringe ich diese Woche jeden Tag, das heißt von heute Montag bis Sonntag, ein Video über Pokémon. Und deswegen Pokémon-Woche. Und am Release-Tag werde ich sogar zwei Videos bringen. Darauf dürft ihr schon mal freuen. Das sind coole Videos. Und ja, ansonsten, wenn jetzt in Pokémon Go irgendwas Cooles passiert, wenn ich ein cooles Pokémon fange oder nochmal cooles Material zusammen habe, was ich dann bringen kann, werde ich das natürlich auch bringen. Ich werde auch so Pokémon Go Videos bringen, hab da schon was geplant. Werd aber natürlich dann, wenn das so ansteht, wie gesagt, noch ein extra Video bringen. Das heißt, dann habt ihr zwei Videos pro Tag. Dann dürft ihr euch trotzdem freuen. Und sollten noch andere Sachen in FIFA passieren, wo aktuell was aufgenommen wird, wo ich Bock drauf habe, ich das aufnehme, habt ihr dann noch ein zusätzliches zweites Video pro Tag. Aber wie gesagt, rechnet fest mit den geplanten Pokémon Videos. Und wenn es euch heute wieder gefällt, like da lassen, kommentiert ruhig. Und wenn ihr gerne eure Top 5 Drachen-Pokémon mit mir mitteilen wollt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was eure Top 5 ist. Und ansonsten, wenn noch Fragen sind, stellt sie in den Kommentaren. Ich werde sie gerne beantworten. Und jetzt fangen wir mal mit dem fünften Platz an. Das ist Whiskeron, das Drachen-Pokémon. Ja, es sind alles Drachen-Pokémon, aber es ist halt ein Drachen-Pokémon, das aussieht wie eine Schnecke. Und was mich an ihm fasziniert, warum er hier drin ist, seine Entwicklungsart, dass er sich halt nur durch Regen entwickelt. Das war damals einzigartig, ist es auch noch bis heute. Und da waren die Entwickler damals wirklich kreativ. Das hieß ja damals für mich, seine Vorentwicklung fangen, zur Route laufen, wo es regnet und ihn trainieren, bis er sich endlich entwickelt bei Regen. Das war cool. Ist ja das gleiche mit Iskala, da waren sie auch kreativ. Da haben sie halt durch, ja, Drehen des DS, dass man ihn beim Level Up drehen musste, erzeugt, dass er sich entwickelt, war glaube ich ein bestimmtes Level. Ich will jetzt nicht lügen, es müsste glaube ich Level 30 gewesen sein. Und das war schon kreativ. Hoffe, die haben auch in Zukunft wieder so kreative Ideen. Dann kommen wir zum vierten Platz. Das ist Uhafnir. Da fasziniert mich vieles an ihm. Erstmal seine Schreibweise. Es ist das einzige Pokémon, was so eine Schreibweise hat. Dann ist es auf jeden Fall ein Drachen-Pokémon. Und es ist eine Fledermaus. Und ich mag im echten Leben die Tiere Fledermäuse. Und ich habe auch die anderen Fledermäuse, à la X-Bat oder so, in den Spielen damals schon gemocht. Und dann habe ich mich noch mehr gefreut, dass sie endlich einen Drachen rausgebracht haben, der aussieht wie eine Fledermaus. Und den habe ich dann direkt gefangen, beziehungsweise seine Vorentwicklung gefangen und auf Level 100 trainiert. Habe ihn jetzt immer noch auf Level 100 auf meinen aktuellen Spielen. Das war einfach geil. Und ich habe den ersten Kontakt mit ihm im Anime gehabt. Bevor die Spiele rauskamen, kam er ja schon im Anime. Da hat er mir schon gefallen, der Uhafnir. Und wie gesagt, viele finden die Fledermäuse in den Spielen nervig, weil sie immer auf Routen oder Höhlen einen genervt haben, weil sie immer erschienen sind, man nicht vorankam. Klar, das hat mich auch genervt, aber trotzdem finde ich diese Pokémon cool. Und mich hat es gefreut, dass sie dann eine Drachenfledermaus gebracht haben. Deswegen machen wir mal jetzt mal weiter mit dem dritten Platz. Da ist Tricofalo, der dreiköpfige Drache. Drache Unlicht. Ja, ich mag halt Drachen und dreiköpfige Drachen sind noch ein Stück epischer als einköpfige Drachen. Und da kann ich ja mal eine kurze Geschichte zu Yu-Gi-Oh! Erzählen. Ich weiß, manche mögen nicht Yu-Gi-Oh!, aber dann versteht ihr noch mehr, warum ich diesen Tricofalo mag. Auch allein schon, weil er sein Design in Pokémon hat, was episch ist. Aber das ist dann halt die Vorgeschichte dazu, dass ich den jetzt auch in Pokémon mag. Ja, es gab ja in Yu-Gi-Oh! Den weißen Drachen mit eiskaltem Blick von Kaiba. Das war ja dann damals neben dem schwarzen Magier die mächtigste Karte. Natürlich gab es noch die Exodia, aber das ist ja irgendwie eine besondere Karte, weil wenn man die Teile alle auf der Hand hat, ist man ja der Sieger, egal was der Gegner für Lebenspunkte hat oder du. Aber das ist jetzt uninteressant und auch aktuell interessiere ich mich nicht mehr für Yu-Gi-Oh! Ich habe bis Staffel 3, glaube ich, geguckt. Danach habe ich aufgehört, Pause gemacht. Dann habe ich nochmal die Duell Akademie mit Jaden geguckt, da gab es auch glaube ich zwei Staffeln, danach habe ich aber auch keine Folge mehr gesehen, weil danach einfach nur noch schlecht wurde Yu-Gi-Oh! Und deswegen mag ich das nicht mehr. Aber Pokémon feiere ich immer noch und werde es auch immer weiter feiern, weil es einfach genial ist, aber Yu-Gi-Oh! Ist einfach scheiße geworden. Die ersten Staffeln waren cool. Hab auch damals
die ganzen Spiele gespielt. Hatte da auch in meinen Decks den schwarzen Magier, weil ich den mochte, den weißen Drachen und das schwarze Magiermädchen. Die mussten immer standardmäßig drin sein. Und auch noch ein paar andere Karten, aber die Namen weiß ich jetzt nicht mehr, wie die heißen. Auf jeden Fall nochmal zurückzukommen zum Thema. Bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Dass ich halt diesen Tricofalo mag, verdankt man halt, sag ich mal, den dreiköpfigen Ultradrachen. Ich glaube, der hieß so. Das war ja die mächtigste Karte. Wie gesagt, Exodia zähle ich jetzt nicht dazu, weil sie halt wie ein Cheat ist in dem Sinne. Der hatte ja dann über 4000 Angriffskraft. Und ja, das war ja, weil Kaiba seinen weißen Drachen, also seine drei weißen Drachen fusioniert hat. Und ja, wenn man Drachen-Pokémon mag und dann auf einmal so ein dreiköpfiger Drache kommt, ist es einfach episch. Die hatten auch, glaube ich, damals einen fünfköpfigen Drachen, aber da weiß ich jetzt nicht mehr, ist schon zu lange her. Wie gesagt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr zu Yu-Gi-Oh! Steht, würde mich interessieren. Aber auf jeden Fall, durch den dreiköpfigen Ultradrachen finde ich Tricofalo auch gut. Der hat ein bisschen mich daran erinnert und deswegen dachte ich, ja, hole ich mir den in den Pokémon, kriege ihn auf Level 100, habe ich auch gemacht. Habe ich immer noch auf Level 100 und kämpfe mit ihm. Ja, weil ich ja jetzt nicht mehr Yu-Gi-Oh! Mag, ich interessiere mich jetzt nur noch für Pokémon und FIFA zocke ich auch noch. Ansonsten zocke ich jetzt nebenbei nichts mehr. Hab halt früher Mario, Yu-Gi-Oh! Gezockt und Pokémon. Und ja, jetzt nur noch zwei Spiele. Und jetzt kommen wir zum zweiten Platz. Da ist Dialga, der Drache, Stahltyp besitzt und da mache ich ja aktuell noch eine Nuzlocke in Diamant dazu. Hab mich natürlich für Diamant entschieden wegen Dialga, weil ich da Dialga fangen kann. Hätte natürlich auch Platin nehmen können, den Giratina, den habe ich ja auch schon mal in meinen Top 5 vorgestellt. Aber ich mag, glaube ich, Dialga ein Stückchen mehr als Giratina, deswegen habe ich mich für die Diamant entschieden. Hätte, wie gesagt, auch Platin nehmen können, aber okay. Da könnt ihr natürlich auch nochmal vorbeischauen, wie ich mich da anstelle und ob wir schon bald bei Dialga sind, seht ihr ja dann demnächst. Ja. Deswegen Dialga und weil ich auch einfach das cool fand, dass die dieses, ja, dieses Design, die Idee dahinter fand ich einfach cool. So ein Stahldrache war schon damals in der vierten Generation episch. Ja, jetzt wird's wieder oldschool auf dem ersten Platz, denn ja, hier ist auch ein Glurak drauf. Aber Glurak ist ja kein Drache, deswegen müsst ihr ja wissen, wen ich meine. Dragoran, den Drachen, den Siegfried benutzt hat, um gegen uns zu gewinnen, fand ich schon immer cool. Und erste Generation Pokémon, weil ich mit denen aufgewachsen bin, werden wohl immer meistens auf den ersten Plätzen sein, außer bei Ausnahmen. Und ja, das ist natürlich klar. Und es war auch eins meiner ersten Pokémon, was ich auf 100 trainiert hatte, neben Despotar aus der zweiten Generation, aber Dragoran. Boah, ja, epischer Drache, den fand ich schon cool. Und auch im ersten Film, wo er der Postbote war für Ash, fand ich das schon episch. Deswegen ist der Dragoran auf dem ersten Platz, weil ich den schon immer episch fand. Das ist einfach so. Und Glurak natürlich auch, aber leider ist er kein Drache, aber ich hab mir gedacht, packe ich ihn mal mit aufs Bild. Und ja. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, kommentiert ruhig eure Top 5 oder wie gesagt bei Fragen oder anderen Kommentaren. Ich lese gerne jeden Kommentar und werde auch auf jeden Kommentar eingehen, sofern er sinnvoll ist. Und deswegen verabschiede ich mich von euch, hoffe, ihr freut euch auf die weiteren Videos in der Pokémon-Woche und damit sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Video.